Der Oscar hat in fast all meinen Filmen mitgespielt, seitdem er geboren wurde. Zuerst mit 2 in Spanien. Bisschen muss man helfen. Schau, der Fuß geht gar nicht rein. Der will gar nicht rein heute. Nein. Komm, Schatzi, bitte. Eigentlich, weil ich gedacht habe, dann ist er bei mir am Set. Nein. Komm, Schatzi. Warum soll ich andere Kinder casten, wenn ich doch auf die Art und Weise meine eigenen bei mir habe? Er hat gar nicht aufgehört, die Cornflakes zu essen, weil ihm der Zucker so getaugt hat. Wir konnten die Szene so oft drehen, wie wir wollten. Und er hat immer brav weitergegessen. Soll ich dir helfen? Soll ich dich füttern? Für mein Theaterstück mit 7 hat der Oscar jüdische Witze auswendig gelernt. Und dann hat er noch gelernt über Freud, Lacan, den Holocaust. Und ja, der Oscar konnte Geige spielen. Wir wollten dann noch aus dem Theaterstück einen Film machen. Oder war es umgekehrt? Jedenfalls haben wir das auch noch gedreht. Ein junger polnischer Jude ist nach Amerika ausgewandert und kehrt Jahre später zurück. Seine Mutter fragt ihn, wo ist dein Bart geblieben, Kind? Mama, in Amerika trägt niemand einen Bart. An Schabbat hältst du dich schon noch, oder? Mama, Geschäft ist Geschäft. In Amerika wird auch am Samstag gearbeitet. Koscher isst du schon noch, gell, mein Kindchen? Mama, daran halte ich mich schon lange nimmer. Die alte Frau zögert kurz. Dann fragt sie ihn so, sag mir nur eins. Bist du noch beschnitten? Und dann? Ja, dann haben wir diesen Film gemacht. Den über das ewige Leben. Und ich bin so froh, dass wir den gemacht haben. 02. Und dass ihr hier alles sehen könnt, wie toll er das gemacht hat. Also, er ist urlustig, was kommt. Ja? Und bitte. In diesem Film hat der Oscar den Künstler Daniel Spörri gespielt und seine Texte nachgesprochen. Soll man den Hintergrund nochmal bemalen? Was glaubst du? Aber da müssen wir doch alles runternehmen. Ja, das machen wir sowieso. Sowieso? Alles runter? Ja. Ja, dann kann man es eigentlich machen. Ach so, dann muss es nochmal trocknen, das geht nicht. Ja, ja. Na okay, gut, das kann man vielleicht später retuschieren. Mhm. Das haben wir schon zu oft manipuliert. Mhm. Ja, genau, genau. Diesem Frosch, dem gebe ich jetzt vielleicht auch neues Leben, wenn er in mein Bild kommt. Dann hängt er 20 Jahre da an der Wand oder im Mumok oder so. Naja, im Mumok würde er nicht so lang hängen. Die nehmen auch nicht alles. Papa. Okay, bitte spielen. Kannst bitte spielen gehen? Nein, ich will nur weg. Danke. Danke. Ich möchte mich nur noch schnell beim Virgil bedanken, dass er das hier zusammengeschnitten hat. Und beim Oscar, dass er bei uns war.